Jo, pünktlich zum Sonnenaufgang. Ein kurzes Video. Ich dachte mir, das letzte, gestrige, vorgestrige Video, die 4 Minuten da mit ein bisschen Sound beim Brückenbauen, das war ja nun nichts Halbes und nichts Ganzes. Deswegen, neues Spiel, neues Glück. Ich bin wieder in der Originalwelt. Der ganze Kram ist wieder deaktiviert und wir spielen wieder normal. Hat sich also entsprechend hier hinten an der Ecke auch nicht viel. Ah, das ist alles noch so, wie es war. Hat sich hier noch nicht viel verändert. Das heißt, also die ganzen Brückengedönse, das ist noch nicht da. Ich dachte mir vorher, wäre vielleicht eine Idee, dass wir den Weg mal so ein bisschen von unten auch so bauen, dass ja, da vernünftig das hier abgeschlossen ist, weil das ist ja hier irgendwie noch alles so ein bisschen offen. Ich habe eine Idee. Wir machen es ein kleines bisschen anders, als ich hier geplant hatte. Die kommen auch erstmal wieder weg. Dann müssen wir gleich auch eine Reihe von dem Gravel da nochmal wieder wegholen und der würde sonst runterfallen und das wäre natürlich ein bisschen doof. Dann habe ich zudem auch die Brücke noch ein kleines bisschen anders mir gebaut. Dass sie nicht so fett hier so zwei so monströse Brückenköpfe hat, sondern dass sie einfach ja glatt einmal rüber geht. Finde ich ein bisschen schöner, sieht ein bisschen besser aus und ist halt nicht so massiv. Ne? Es ist halt nur so ein kleiner Übergang hier darüber. Dann naja, schauen wir mal. Ne? Erstmal, ach ja, ich wollte da hier. Bin ich im. Upsi. Moment, ich bin gleich wieder da. So, wir sind nicht besser. Jetzt ist es das normale Menü wieder. Upsilein. Ja, das ist halt, wenn die Einstellung dann eben ja insgesamt gilt und nicht nur für die einzelne Welt. So, die kommt weg. Die hätte eigentlich bleiben können. Da fängt's an. Das heißt, wir holen hier einmal den ganzen Kram kurz wieder raus. Ja. Aber nur hier den äußeren Rand. So. So. Ah, das wird mit vernünftigem Werkzeug wesentlich besser gehen, ne? Da muss, glaube ich, gar nicht. Aber hier muss wieder. So. Da wird es dann auch schon wieder dunkel. Da muss auch nicht. Aber hier. Oder wird es dunkel? Nee, sah nur so aus. Ist halt so hell noch draußen. Haben jetzt gerade irgendwie 20 vor 7 abends. Und da ist vorbei, okay. Und ja, ich dachte mir, wie gesagt, ich nehme noch mal kurz ein bisschen auf. Dass wir einfach noch mal ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen vorankommen hier. So, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Kobbeltreppen, wobei ich gerade überlegt, ob vielleicht die umgedrehten sinnvoller wären. Naja, bei Kobbel sieht man das nicht so. So. Brauchen wir ein paar mehr von. Reicht das eventuell? Naja, wird sich zeigen. So. Dann hüpfen wir hier gleich einfach einmal runter. Und dann müssen wir nochmal hoch. Weil nämlich dieser ganze Kram hier. Ah, das kommt auch alles so ein bisschen weg. Hier müssen wir mal schauen. Ich glaube, wenn wir hier anfangen, passt das. So. Kommt nämlich hier überall. Ja. Ja, ich hätte natürlich erst hier den äußeren Rand machen können und hätte dann den ganzen Kram entfernen können. Jetzt ist zu spät. So, nein. Moment. Da brauche ich doch wahrscheinlich ein bisschen Erde. So. Dann kann man von unten nämlich. Ah, so will ich es haben. Hier brauch nicht, hier brauch nicht, da brauch nicht. So, und dann decken wir das hier eben einfach einmal alles ab.
Zumindest da, wo sie weg muss. Also nicht hier zum Beispiel, oder doch? Doch, auch da. Ja. Da muss ich dann gleich mal gucken. Wir setzen erstmal die Treppen, würde ich sagen. Wir haben übrigens 26 Grad draußen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich so warme Temperaturen eigentlich gar nicht ab kann. Also entschuldigt bitte, wenn ich so ein bisschen nicht so ganz begeistert bei der Sache bin, beziehungsweise eher so ein bisschen schlaff bin. Also mehr als sonst. Wir machen auf jeden Fall erstmal hier zu. Und da müsste so eine Ecke rein. Na, Moment. Wir laufen mal kurz hier zurück. Mir ist uns aufgefallen, dass das Haus hier so ein bisschen abgeschnitten aussieht. Ich glaube, ich werde hier das nochmal, was jetzt hier auf der Seite ist, hier nochmal rüberspiegeln oder rüberbauen. Hier dann so einen Durchgang oder sowas reinbauen. Gucken wir mal, ne? Aber das machen wir auch irgendwann mal. Nicht jetzt. Ich wollte hier zur Säge. Upsa. Hier zur Säge hin, um mal zu schauen, was für Möglichkeiten haben wir eigentlich da an... Ach, schmeiß weg den Scheiß. Ach. Upsa, jetzt habe ich die Treppen weggeschmissen. So. Haben wir denn die Möglichkeit, eine... So eine hier brauchen wir, aber nicht so viele. Machen wir mal. Machen wir mal 20. Ups. Set. Und her damit. So, dann brauchen wir. So innere Treppen brauchen wir doch auch. Dann machen wir auch mal 20. Und normale Treppen haben wir. Und das haben wir auch. Das sollte erstmal reichen. Dann geht's wieder zurück. La 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 la. Was machst du denn hier in meinem Beet? Achso, ich bin ja voll im Inventar. Ach, die Hitbox könnte ein bisschen höher sein von den Zäunen, ne? So. Du blödes Huhn. Der musste weg, ne? Genau. Nee, Moment. Der ging rum. Der ging... Boah. Der ging so rum. Und der... Gut, da muss wieder Erde drüber. Der geht hier. Und die Außentreppe... Oder Innentreppe... Ah, auf Anhieb richtig. So muss das laufen. Zack. Machen wir hier genau das gleiche. Eine fast richtige. Eine so. Zack. Eine so. Zu und zu. Nee. Hier ist irgendwas falsch. Das müsste rein, ne? Das müsste rein, oder würde auch gleich wieder rauskommen. Mal gucken, wie das aussieht. Also, eine so. So. Wäre das richtig so? Nein, ne? Ach nee, da wird es ja runter. Och Mann. Da wird es ja runtergehen überhaupt. Ne? Das kommt ja hier so gar nicht hin. Also da wird es runtergehen. Das heißt, hier bleibt es gerade, hier bleibt es so. Oh, müssen wir mal gucken. Irgendwann mal.
Und hier drunter die Reihe, die kommt nämlich auch raus. Ja. Ja. Der kommt auch raus. Zack. Zack. Okay, da ist vorbei. Und da wird es dann auch schon wieder Nacht. Die Zeit, die nutzen wir mal eben kurz, weil man kann dann eh nichts sehen beim Bauen. Das soll man eben kurz zurücklaufen und ein bisschen Zeug unten in die Kisten schmeißen. Ja. Lalalala. Haben wir noch Kobbel? Kobbel haben wir aber noch. Okay. Dann haben wir hier die Möbel. Habe ich irgendwie möbelmäßig was? Nö, ne? Steinzeug können wir ein bisschen reinschmeißen. Ah ja, der andere Kram, der liegt ja noch oben. Ist ja vor der Säge liegen geblieben. Moment. Nicht mal richtig trinken kann ich. So. Also, Steinzeug. Rein damit, rein damit. Die brauche ich gleich. Erde brauche ich aber auch erstmal noch. Ökokram, habe ich irgendwie Ökokram? Ja, guck mal hier, ich habe davon. Futtermittel schmeißen wir gleich mal nach oben. Hm. Ackerbaukiste, da kommt der Kram hier rein. Hm. Oha, guck mal hier. Kartoffeln alle voll. Ich nehme mal ein paar mit hoch. Die können wir alle wieder kochen. Schauen wir mal. So, so. Kommt auch hier erstmal hin. Kommen wir auch erstmal reinschmeißen. Erstmal hier ein bisschen Eisen. Und dann habe ich auch schon gesehen, ein wenig frischen, grünen, saftigen Rasen. Ach, hier nur Ökokram, ne? Hier, so. Stein brauche ich aber erstmal keinen. Die brauche ich gleich eventuell nochmal. Wo haben wir denn Holzzeug? Schild brauche ich auch nicht. Einmal Wolle? Nö. Kies brauche ich gleich wieder. Kurz mal so ein bisschen einrichten hier. Den Hammer, den brauche ich gerade nicht. Hatte ich nicht so eine Kiste für Bergbau, Ackerbau? Möbel, Steinzeug, Lehm. Ökokram, Holzzeug, Sand und Glas. Werkzeug hier. Werkzeug und sonstiges. Da wollte ich hin. Kommt der Hammer erstmal weg. Dann kommen die Schwerter erstmal weg. Die brauche ich gerade auch nicht. Den Rest könnte ich eigentlich erstmal behalten. Bis auf die Wolle eventuell. Ist das Ökokram? Ich habe sonst keine Kiste für Wolle und sowas, ne? Das ist Ökokram. So, kommt hier unten. Na, hier kommt hier mit zum Faden. Ja, passt soweit. Dann geht's wieder hoch. Tag ist es auch schon wieder. Hier ist inzwischen fertig gebrannt. So, komm hier rein damit. Ich nehme das Eisen erstmal mit, wofür man es auch immer gebrauchen könnte. Ich könnte eine Schaufel draus machen vielleicht. Dann habe ich nochmal, man sieht es eventuell so ein kleines bisschen, ich habe noch mal ein bisschen an der Sichtweite geschraubt. Verdoppelt! ich hoffe, die Performance 60 Frames, wenn man da hinten hinguckt, ein bisschen, naja gut, okay, es geht. Hinten der schwebende Baum ist wunderschön. Ja. So, also ein bisschen an der Sichtweite geschraubt. Ich hoffe, das passt dann jetzt so.
Alles Weitere müssten wir mal schauen irgendwann. So, hier war jetzt, genau. Hier waren wir durch. Guck mal, hier nehme ich die. Jetzt habe ich eine Idee, was wir machen. Wir können eine Schaufel draus machen. Wir machen eine Schaufel. Pam. So. Endlich mal vernünftiges Werkzeug hier. Jetzt decken wir das hier nämlich wieder zu. Lebensmittel können erstmal weg. So. Jetzt kommt von unten jetzt ein bisschen Abwechslung oder oben Cobble, weil der Weg halt im Design mit Cobblestone ist, aber unten, da kann man dann auch normale Steintreppen dran setzen. Und man hier eine Abge nochmal zurück. Wir brauchen die ja auch nochmal in Ecke. Ja. So. Also das mit der Sichtweite, ich weiß nicht, das funktioniert einfach nicht so richtig. Er lädt zwar immer so ein bisschen und entlädt leider auch wieder, weil man hier ein paar Mal rumläuft. Ich glaube, das kann man schon anbieten, sowas. So. So, dann schauen wir mal eben hier. Oh, hier mal ein bisschen, hier mal. Komm hier. Davon 20 und davon auch 20. So, den Rest können wir erstmal zusammentun hier. Hier müsste übrigens auch noch mal was gebaut werden, irgendwann mal. War das eigentlich, hatte ich das hier gefixt schon? Irgendwo war es noch so ein bisschen, dass irgendwas total merkwürdig aussah. Aber ich glaube, das hat euch eigentlich überall gefixt. Naja. So, wir brauchen davon und davon. Dann. Oh, hier so. Nein. So. So, ne? So, so. So schön. Kommen wir mal hier. Ja gut, wir haben es hier angefangen, dann würde ich sagen, machen wir das hier genauso. Zack. Ja, okay, geht. Machen wir nämlich hier. Da hinten einmal normal und hier vorne machen wir dann auch normal, so. Dass eben wirklich nur die obere Reihe Cobblestone ist und unten dann der normale Stein. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir da mal Erde rein irgendwann. So, dann ist hier ein Kiesblock runtergefallen und hier fällt noch ein Kiesblock runter. Okay. Wir müssen da ja auch so eine Ecke reinbauen, ne? Nein. Ja gut, aber sie sitzt zumindest schon mal richtig, nur ein zu weit vorne. So. So, ist wunderschön. Hier ist schön und da ich auch. Ach, da kommt wieder so einer hin. Ah, das artet ja richtig aus hier, meine Güte. So, dann kommen wir nämlich hier oben schon mal wieder austauschen. Und da kommt dann nämlich schön wieder Kies rein. Dann machen wir nämlich hier wie ursprünglich gedacht mit so diesen Halbslabs und also diese Viertelblöcke und setzen die dann hier einfach einmal als Außenkante drumrum. Dann hat man von außen hier eine vernünftige Höhe und von innen ist er nicht zu schmal. So, da geht's weiter. Wie wir das mit dem Absatz da unten machen, da gucke ich gleich mal. Aber erstmal machen wir hier den Weg jetzt. Ups, da ist sie da hinüber. Machen wir eine neue. Wir haben ja noch genug Material da. So. Zack, zack, zack.
machen wir erstmal den Weg und alles weitere gucken wir dann gleich mal. Ich hoffe, ich komme noch dran hier unten. Hier ist doch so absatzmäßig irgendwas. Dann kann man nicht hier. Ja, viel zu weit, aber okay. Jetzt haben wir zumindest hier so eine Bauplattform. Moment. Da haben wir. Dahin, 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 dahin. Da kommt wieder aus den Ecke hin. So. Upsa. Dahin? Dahin. Ein Hubschrauber über dem Dach und das Fenster ist auf. Es ist gar nicht laut. Juhu. So. Zack. Zack. Ja, sind wir doch gut rumgekommen, würde ich sagen, ne? So. So. Ja, ich glaube, noch besser rum kommt man hier nicht. Das ist auch alles richtig so. Hier drunter wird das Ganze nämlich nochmal wiederholt. Und dann machen wir hier durch. So. Gut, da oben müssen wir dann auch noch, aber wir machen hier unten erstmal, würde ich. Nee, wir müssen erst oben machen. Moment. Ah, wir gehen erstmal kurz hoch und holen mal hier oben die ganze Erde zurück. Bei der Gelegenheit können wir hier gleich auch mal wieder Kies reintun. Da sind wir ja auch durch. So. Zack, zack, zack. Nee, da waren wir, glaube ich, noch nicht fertig, ne? Naja. Nee, wir legen erstmal die Erde wieder oben drauf. Damit wir wissen, wo wir längs bauen müssen. Ja. Ups. Na. Gut, dann holen wir es weg. Zack. 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 Machen wir gleich. Erstmal machen wir hier oben fertig. So. Der muss auch weg, ne? So. Also. Da kommt einer gerade so. So kommt einer. Dann kommt eine solche Ecke. Dann kommt. Na, fast. Kommt so eine Ecke rein hier. So. Dann kommt so eine Ecke rein. Dann kommt so eine. Moment. So kommt die. Ich könnte die natürlich auch alle irgendwie mit dem Schraubendreher mir ausrichten, nur nö. Und hoppsala. So. Gut, hier ist ja der Vorsprung von der Brücke. Das heißt, da müssen wir uns eh nicht drum kümmern, sondern da kommt dann ja die
die Brücke ordentlich hin und dann passt das dann da auch. Ja, dann können wir hier nämlich schon mal wegholen. Ja. Ah. Moment. Na. Das ist nicht so einfach hier. Oha, oha. Ja, hier bis zum Brückenkopf und weiter brauchen wir ja nicht. So. Ach ne, jetzt brauchen wir die anderen. Das heißt, wir tauschen das einfach mal aus hier. So. Und dann kommt da einer nach. Ah, ne, hier war auch einer gerade, ne? Das heißt, hier kommt einer gerade. Kommt der nämlich noch weg hier. Upsider. So. Der kommt so. Nein, irgendwie nein. So kommt er. Dann kommt hier. So. Dann kommt hier gerade. Oha. Nee, Moment, irgendwie. Nein, irgendwas ist hier. Da kommt nicht gerade, da kommt. Dings hier. Kommt hier Ecke ran. Moment. Da kommt so eine hin. So. Ah, und dann kommt nämlich von hier, von vorne. Ah, nein, hier hin. Und hier kommt gerade hin. Da und da. So. Damit wäre das dann hier... Wir haben es doch. Damit wäre das dann hier geschafft. Ne? Kann man so sehen hier. Da unten, da kommt noch einer rein gleich. Hier, dieser Abstieg, da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht können wir den auch sonst so irgendwie gerade als Säule setzen. Und wenn dann hier oben dann die das Gitter, die Absperrung drauf ist, dann sieht das auch nicht mehr so... ja, so spitz zulaufend ab, sondern dann ist das dann halt mit einem vernünftigen Absatz. So. Dann kommt hier der Kies wieder rein. Ja. Upsi, wieso habe ich denn keinen... Oh, oh. Ja, toll, den Hammer, den habe ich jetzt natürlich... Ach, komm, scheißegal, wir nehmen das mal von hier. Wir wissen ja, was hier hinkommt oder wie es hier weitergeht. Das passt schon. So. Dann setzen wir hier eben nochmal einmal. Wo war der hier hinten? Was ist der da? Moment. Och. Oh. Weißt du was? So. Und zwar kommt da so einer rein. Sitzt der richtig? Bestimmt. Ja, sitzt richtig, aber wir setzen da, glaube ich, einfach ein bisschen Erde rein. Das sieht schöner aus. So ist schön. So. Genau, jetzt ist es hier ein bisschen gleichmäßiger. Dann geht's einmal wieder hoch. Upsa.
So. Ach nee, wir wollten ja noch mal gucken, wie wir das hier am sinnvollsten mit der Ecke machen. Bevor wir dann da jetzt die Abzäunung noch drauflegen, wobei es das dann 37 Minuten, wobei es das dann auch gewesen sein sollte. Zeit vergeht doch immer relativ schnell, ne? So. Also, wir müssen hier irgendwie runterkommen. Und wir haben noch eine Ecke drin. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch einmal eine Ecke machen. Und zwar kommt hier nochmal so eine rein, weil es da reingeht. Und hier oben, also es müsste ja, aber es sieht halt irgendwie komisch aus. Moment. Also wir müssen hier irgendwie um die Ecke rum. Und zwar bevor es die Treppe runter geht. Vielleicht können wir die Treppe runter sonst auch ein Stückchen verschieben noch. Oder wir setzen hier einfach so eine Säule hin. Ne? Na, wird schon wieder Nacht. Na super. Da geht's rum, das sieht dann so aus. Und dann geht's wieder gerade. Aber da, wo es gerade geht, da müsste es dann ja schon runtergehen. Das wäre so. Und dann kommt nämlich hier. So. Ne, und da wird es dann runtergehen. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich glaube, wir verschieben das Ganze einfach. Wir haben hier. Genau. Wir haben hier so viel Platz. Wir können das Ganze einfach um zwei verschieben oder so. So, Stüflein, Stüflein, da haben wir auch noch genug von. Und normalen Kies, da haben wir auch noch. So. Na, dann wird es nämlich hier gerade. Kann man hier erstmal kurz weghauen. Weghauen? Weghauen? Nö. Doch hier. So, dann wird's da oben. Moment, da oben. Konzentration lässt auch schon ein bisschen nach, so langsam. Da Kobbel hin. Dann könnte man hier noch so einen einzelnen reinsetzen, ne? Ich will jetzt keine holen, deswegen baue ich mir mal kurz welche. Moment, wir probieren das mal aus. Ach, was soll's. So, auf ein Hieb hingekriegt. Okay, das könnte auch so eine andere Treppe sein. Moment, wir drehen mal hier so eine rein. Nein. Willst du mich verarschen? So.
Okay. Und da machen wir das genauso. Moment. Und da machen wir, was brauchen wir dafür eine? Da brauchen wir so eine. Moment. Ich hasse Schraubendreher. Ich hasse Schraubendreher. So. Gut, die Textur, die passt jetzt zwar nicht so richtig, aber von der Form her ist es auf jeden Fall so, wie ich dachte. Na, wir haben halt hier unten dann den Absatz von dem unteren. Hier haben wir dann das obere. Hier haben wir das gleiche mit Cobblestone. Hier ist ja, es geht halt nicht anders. Und da geht es dann gerade weiter. Ich glaube, das geht dann auch. Arbeitsplattform dann auch wieder weg. Ja, der bleibt einfach so. Dann holen wir mal eben von den guten. Die holen wir uns zurück und die kurzen holen wir uns zurück. Das kann alles da bleiben, das brauchen wir nicht mehr. Kies und so Gedönse brauchen wir auch nicht mehr. Die würde ich mal zu Möbeln zählen. So. Erde behalte ich mal noch. Kann man immer mal gebrauchen. Das kommt hier mit rein. Und der Rest, der passt soweit. Das hier, das hier. Schraubendreher. Rest gucken wir gleich mal. Hui. So, die Frage ist, wo fangen wir an? Fangen wir hier schon an? Ja, ne? Ich glaube, wir fangen hier schon an. Ups. So, die ist nun dann auch gleich hin. So, da kommt eins über Eck hin, da kommt so einer hin. Nein. Da kommt so einer hin. Hier kommt so einer hin. Hier kommt so einer hin. Ja? Ja, da. Da kommt so einer hin, ne? Und zwar so ausgerichtet. Ne, fast. Machen wir kurz wieder eine Hacke. So. Pam, hauen wir es weg. So, ist schön. Na, genau so habe ich mir das gedacht. Mehr oder weniger halt, ne? Jetzt haben wir nämlich hier von außen hier trotzdem so eine Stufengeschichte und es sieht halbwegs okay aus. Da kommt so einer, da kommt so einer, da kommt so einer, da kommt so einer. Da kommt so einer. Da kommt so einer. Und hier müssen wir mal gucken. Dann. So. Das und das. Da brauchen wir auf jeden Fall ein paar mehr von. Und da brauchen wir ja auch welche von. No, 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 no. Yep. Weg da. So. Ja, und hier eben Brücke. Schauen wir mal. So. Ich wette, wenn man das richtig machen würde, dann würde der Schraubendreher locker für 10 reichen. So reicht er gerade mal eben so für die Hälfte oder so. Ja, siehst du, mit dem letzten hier den letzten reingekriegt. Meine Güte, ich hasse diesen Schraubendreher. Das müsste eigentlich hier rüber gehen, oder?
Das müsste da eigentlich rübergehen. Oh ja. Aber von außen halt nicht. Aber wir lassen es erstmal so. Wieso ist da eigentlich überhaupt... Da muss Kies rein. Ich habe keinen Kies dabei. Das ist aber auch nicht schlimm. Es wird nämlich gerade wieder Nacht. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal ganz schnell von außen hier gucken. Ja. Kann man anbieten, oder? Ja. Und... ...53 Minuten. Das eskaliert echt jedes Mal, ne? Aber ich denke mal... 53 Minuten. Wo es im Schnitt wahrscheinlich noch mal ein bisschen was runtergeht, oder auch nicht, das wird sich zeigen. Ist aber in Ordnung. Guckt sowieso keiner so lange, also von daher alles gut. So, hier, ja, nächstes Mal irgendwie die Brücke und, oh Gott, ist das Fenster hier. Moment. Vielleicht haben wir dann auch ein Problem, weniger wegen der Beleuchtung, da müssen wir mal schauen. Aber erstmal, damit hier nichts spawnt, ein bisschen Licht. Wollen wir den Weg nochmal im Dunkeln angucken? Ja, ne? Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So, ist genehmigt. Nächstes Mal geht's dann weiter. Und, ist gerade Mitternacht oder so. Und mit dem halben Haus soll es das für diese Woche dann jetzt gewesen sein. Oder auch nicht. Mal gucken. Ich habe ein bisschen Urlaub. Vielleicht gibt es noch eine Folge oder zwei oder einen Livestream oder irgendwas anderes in der Art, wenn ich Lust habe. Und wenn es nicht wieder 30 Millionen Grad sind draußen, sondern ein bisschen kühler. Zum Abschluss nochmal schön den Ventilator an. Ja, damit ihr mich auch ganz schlecht verstehen könnt. Ja, soll für diese Woche gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.